Nichols, ein Science-Fiction-Thriller, sehr interessant anzuschauen. Dort ist die Währung nicht Geld, sondern die Zeit. Alles wird mit Zeit bezahlt. Eine Busfahrt zum Beispiel kostet 2 Stunden deines Lebens, ein Kaffee 4 Minuten. Eine Übernachtung in einem Luxushotel kostet dich 1 Monat. Und wir haben es gesehen, man gibt seinen Arm dahin, wo die Zeit festgeschrieben ist, und dann wird die Zeit einem weggenommen. Es gibt sogar Banden, die in diesem Film vorkommen, die überfallen Menschen, um ihre Zeit zu nehmen und sie zu stehlen, was man hier bei uns, wo man bei uns das Geld klauen würde. Wohlhabende haben in diesem Film ganz viel Zeit. Sie können alles machen, was sie wollen, aber die Armen haben oft nur 18 Stunden, 20 Stunden auf ihren Arm stehen, müssen tagtäglich arbeiten und nach der Arbeit gehen sie hin und holen sich und füllen sich ihre Zeit auf 10 Stunden oder 12 Stunden auf, gerade so, wie sie es verdient haben. Sollte es jemand aber nicht geschafft haben, seinen Lohn abzuholen, oder hat keiner einem etwas Zeit gegeben, sodass er an diesen Punkt kommt, zur Bank zu gehen, um etwas Zeit zu bekommen, und die Uhr läuft ab, dann fällt er auf der Stelle tot um. In Time, dieser Film, wo die Währung Zeit ist. Interessant, mal drüber nachzudenken, interessantes Konzept eigentlich. Zeit ist etwas Unvorstellbares, Kostbares. Zeit ist etwas, was wir nicht als selbstverständlich annehmen sollen. Dass Gott uns die einfach gibt und fertig. Im Film wissen wir immer, wie viel Zeit wir noch haben, bis dass der Tod kommt. Aber in unserem wirklichen Leben wissen wir es nicht. Da können wir nicht auf die Uhr schauen und sehen, wie viele Stunden, Monate, Jahre uns noch bleiben. Interessant ist doch, dass der Ausschnitt gerade, den wir gesehen haben, der letzte Satz der war: Vergeude nicht deine Zeit. Vergeude nicht deine Zeit. Was machst du in deiner Zeit von Geburt an bis zum Todestag? Was wird die kleine Nele machen von der Geburt an? Heute die Taufe, was wird noch alles folgen? Was ist überhaupt Zeit? Was ist Zeit? Ein komplexer Begriff, den man gar nicht so schnell mal darauf antworten kann. Wir minimieren die Zeit auf Minuten, Stunden, Tage, Monate, Jahre, schauen auf die Uhr und sehen, wie die Zeit dahin fließt. Das wäre aber zu dünn. Zeit ist viel mehr. Zeit ist unaufhaltsam. Wenn ich meine Uhr ausschalte, die Batterie rausnehme, tickt die Zeit trotzdem weiter. Wenn ich etwas trödele und langsam rede, geht die Zeit trotzdem schneller weiter. Ich kann also die Zeit mir nicht aufsparen oder verlängern. Die Künstler haben sich auch mal darüber Gedanken gemacht, zum Beispiel, wenn es jetzt klappt, müsste man zurückspulen. Dennis, jetzt versag mir nicht. Also, die Technik versagt. Na gut. Was? Ich mach mal aus wieder an. Ich mach's selber. Ich hab ja Zeit. Ich mach's selber. So ist das. Wenn es mal nicht klappen sollte, würde man gerne zurückspulen wie in einem Film. Hier kann man es leider nicht. Alles ist live. Zeit. Achso, ja. Und jetzt darfst du gleich wieder anmachen. Eben haben wir gehört, dass die Gegenwart nur 3 Sekunden dauert. Und dann hopst du mal schon den nächsten Gegenwart. Gegenwart ist also etwas ganz Punktuelles, die können wir nicht wieder irgendwie hervorholen. Wir leben immer in der Gegenwart, nie in der Vergangenheit und nie in der Zukunft.
Gott kann das, wir nicht. Haben wir nicht manchmal damit auch Probleme? Manchmal dauern Stunden wie Tage und die wollen nicht weggehen. Und manchmal dauern Tage wie Stunden, weil das schöne Momente sind und die rasen so dahin. Uns fehlt oft der Zeitsinn, sodass wir es spüren können, wie schnell jetzt gerade die Zeit dahin geht. Innerlich meinen wir gleich zu bleiben, immer die gleichen vom Wesen her, aber äußerlich verändern wir uns. Wir werden immer schöner, oder? Die Griechen sagten über Zeit, Zeit ist ein Kreislauf. Da sind Naturkatastrophen, da sind Erdbeben und sonst irgendwas passiert. Und egal, wo du einsteigst in diesen Kreislauf, passiert immer das Gleiche. Und Erdbeeren essen wir auch, ja. Die jüdische und christliche Gedankengut ist da ganz anders. Am Anfang war das Wort. Wenn es in der Bibel heißt, am Anfang war das Wort, dann nahm damit alles einen Verlauf. Es startete hier punktuell und Gott schuf das Universum, die Galaxien, die Planeten, die Menschheit, die Tiere und alles. Aber weil es alles einen Anfang hat. Jetzt könnte man philosophieren, ja, was war denn vor dem Anfang, vor der Schöpfung? Damit haben wir ein Problem. Denn Zeit ist etwas, was sich entwickelt zu etwas anderem. In dieser Zeit, in der wir leben, entwickelt sich immer etwas zu etwas anderem. Wenn wir also fragen, was war vor der Schöpfung, können wir nichts dazu sagen, weil wir die Zeit nicht messen können. Es gab ja nichts außer Gott und Jesus Christus und der Heilige Geist. Ihr seht, wie komplex dieser Gedanke ist, Zeit. Mein Fazit heißt, Zeit ist etwas schwer definierbares. Dass wir Zeit haben. Oh ja, da ist Dali. Der hat das Bild gemalt, wie die Zeit dahin fließt. Zeit, wenn jemand sagt, ich nehme mir Zeit für dich, ist das etwas ganz Kostbares. Da nimmt sich jemand Zeit für mich. Wisst ihr, was wir gerne manchmal tun würden? Wir wollen ja nicht alt werden, oder? Wir würden gerne unsere Zeit verlängern. Und da kommt doch die Botschaft ganz recht. 2006, der Zauberer Copperfield, kennen wir bestimmt, der so Züge und Lastwagen und alles verschwinden lässt. Der hatte auf 4 Inseln, die er gekauft hat natürlich nebenbei für 69 Millionen Dollar, 4 Inseln auf den Bahamas hat er gekauft und dort hat er eine magische Quelle entdeckt, die Leben verlängert. Er sagt Folgendes dazu: Es ist ein Phänomen. Man kann fast tote Käfer mit dem Wasser in Berührung bringen und sie fliegen munter weg. Abgestorbene Blätter füllen sich wieder mit neuem Leben. Da hört man gerade das Leben. Aber gleich nicht mehr, ne? Ist mir ganz recht in dem Moment. Einfach Kindergarten, rechte Tür, da ist das, ja? Dann können Sie alles verfolgen. Dort ist dann das Leben und nicht mehr hier. Ist die Vorstellung nicht schön, dass wir unser Leben verlängern können? Wir trinken einfach etwas Wasser, von dem Copperfield bekommen, ja? Könnt ihr euch vorstellen, was diese Flasche Wasser kostet? Eine Übernachtung für, oder eine Übernachtungswoche auf einer von seinen Inseln kostet $392.000. Und das war vor der Entdeckung dieser Quelle. Was wird das jetzt erst kosten? Wisst ihr, was ich mir auch glaube? Irgendwas stimmt wohl mit der Quelle nicht, die Leben verlängert, dieses Wasser, was Copperfield gefunden hat. Sonst könnten wir es ja kaufen. Und der wäre noch stinkerreicher als sonst wie. Die Bibel ist bei dem Thema gnadenlos. Sie sagt eigentlich das sehr komprimiert und kompakt, was sie über Leben, über unser Dasein sagt. In Psalm 90 heißt es, unser Leben
wären 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Und dann kommt dieser legendäre Satz: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Im Psalm 39, ab Vers 5 heißt es: Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Sie gehen daher wie ein Schatten und machen sich viele vergebliche Unruhe. Sie sammeln und wissen nicht, wer es einbringen wird. Nun, Herr, wessen soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich. Die Bibel macht uns eins klar: Du wirst sterben. Halleluja! Wir freuen uns darüber. Ich muss sterben. Ob du 60, 70, 80 Jahre lebst, jeden trifft's. Wie du lebst, auch egal, jeden trifft's. Wir können keine Versicherungspolice uns kaufen und sagen, wir zeigen das hoch, wenn der Tod vor unserer Tür klopft und sagen, ich bin dagegen versichert. Kannst wieder gehen. Jeden trifft's. Und wir merken, wie der Zahn der Zeit an uns nagt. Wir Eltern, aufgepasst, sehen wir es nicht an den Kindern? Und die essen schon mehr beim Essen als wir. Und dann werden sie schon konfirmiert, verlieben sich aus dem Haus. Hoffentlich bald aus dem Haus, oder? Auf einmal brauchen wir eine Brille. Vorher hat das geklappt ohne Brille. Aber wir werden alt. Und dann, ihr Männer, Edgy-Badgy, euch fallen die Haare aus. Euch wachsen Haare in den Ohren und in den Nasen dafür. Passt uns nicht. Ist aber so. Da kommt die kleine Nele, 5 Jahre alt jetzt, zur Mama. Mama, warum hat Papa kaum noch Haare auf dem Kopf? Jetzt wollt die Mama nicht sagen, Papa ist alt. Da denkt die drüber nach und sagt, Nele, Papa hat in seinem Leben ganz viel nachgedacht und deswegen sind ihm die Haare ausgefallen. Ah, kleine Nele, okay. Gibt sich fast damit zufrieden. Und dann guckt sie die Mama genau an. Mama, du hast aber nicht viel nachgedacht im Leben. Ist die Wahrheit. Den Alterungsprozess können wir in unserem Leben nicht aufhalten. Da können wir nichts machen. Die Bibel sagt, unser Leben ist wie ein Schatten. Als ob ein Mensch an uns vorbeigeht, der Schatten fällt auf uns und dann ist das Leben dahin. Oder an anderer Stelle im Jakobusbrief heißt es, unser Leben ist wie ein Rauch, was vom Feuer aufgeht. Für einen kurzen Moment zu sehen und dann löst sich der Rauch auch schon auf. Wenn ich über das Leben nachdenke, dann denke ich oft an die... Na, wo ist das denn jetzt? Die Titanic, ein Luxusliner, galt als ein Schiff, was unsinkbar ist. Ingenieure und die Presse haben ein Halleluja drauf geschrieben. Dieses Schiff ist das beste Schiff, was es jemals gab. Einmal unsinkbar, wie gesagt. Voller Prunk, also wenn du da in der ersten Klasse mitgefahren bist, nebenbei gesagt, das Ticket der ersten Jungfernfahrt kostete für die erste Klasse, haltet euch fest, $50.000. Wer hat so viel Geld und würde das bezahlen können? Meldet sich natürlich jetzt keiner, ist klar. Dann gab es die zweite und dritte Klasse natürlich, die auch natürlich auf ihre Weise darüber geschippert sind, auf eine Rekordfahrt waren die da. Die wollten alle nach Amerika. 2206 Menschen sind am 9. April 1912 in dieses Schiff eingestiegen.
Und die erste Klasse feierte diese Überfahrt mit Champagner und Kaviar und ließ es sich gut gehen bei Live-Musik. Und die zweite, dritte Klasse spielte dann Musik und tanzte unter Deck. Doch nur fünf Tage später hat ein Eisberg dieses Schiff auf eine Länge von 90 Meter aufgerissen. Schier aufgeschlitzt, muss man sagen. Innerhalb von 2 Stunden sank dieses unsinkbare Schiff. 1503 Menschen sind dabei gestorben. James Cameron machte darüber einen Film. Wer hat ihn gesehen? Titanic. Wisst ihr, was ich bei dem Film nie glauben mochte? Dass die Frauen immer noch beim fünften Mal sehen, immer noch heulen, als der Junge da absank. Ihr wisst, welche Szene ich meine, da auf der Planke ist das Mädchen und er hält sich dafür fest und... Wisst ihr? Ihr wisst, ne? Als ich den Film, muss ich nebenbei sagen, als ich zum ersten Mal im Kino war, ich wusste ja, man muss heulen. Ich habe es versucht, nicht hinzukriegen, aber eine kleine Träne kam, muss ich zugeben. Also wer nicht gesehen hat, lohnt sich anzuschauen. James Cameron, der diesen Film gemacht hat, der uns zum Heulen gebracht hat, sagte Folgendes über dieses Geschehen. Was an Bord des Schiffes geschah, spiegelt die menschliche Neigung, die Realität nicht wahrnehmen zu wollen, dass wir sterben müssen. Dieses Schiff kann nicht sinken, sagen wir. In Wahrheit meinten sie, wir werden niemals sterben. Insofern ist die Titanic eine Metapher auf die Unabwendbarkeit des Todes. Wir fahren alle auf die Titanic, ohne es zu wissen. Wir haben genug Grund, rumzujammern. Wir werden alt. Wir sterben und unser Leben ist kurz. Jetzt sagt der Psalmschreiber sogar noch etwas im Psalm 90. Und jetzt brauche ich meine 2 Jungs. Alles nimmt den Anfang mit der Geburt. Und irgendwann kommt der Todestag. In dieser Zeit leben wir. Manch einer ist hier vorne, noch ein junges Kerlchen, Mädchen. Die anderen sind schon hier. Wenn wir jetzt von dem Bibeltext ausgehen, 80 Jahre dauert das Leben, manch einer ist vielleicht schon ein bisschen drüber hinaus, 85, und wir gönnen es ihm von Herzen. Irgendwo bewegen wir uns hier. Pass mal auf, ich versuche mal das Leben kurz zu skizzieren. Geburt, Nähe, Taufe, ja, große Feier gleich. Aber ganz schnell weg, dieser Moment. Dann wird es in den Kindergarten gehen, Schule, Konfirmation, Ausbildung, Beruf, Verlieben, Heiraten, Krise, Scheidung, Karriere, Neuanfang, Zerbruch, Krankheit. Was ein Drama. Und dann Rente, Altersgebrechen. Die hast du noch nicht. Und dann kommt der Tag X. In einem Atemzug habe ich unser Leben gerade dargestellt. Wenn uns das jemand verkaufen würde, würden wir dann gleich sagen, wollen wir nicht. Ist ja nicht spannend, oder? Wobei, verliebt sein ist schon spannend. Ne? Heiraten ist auch schön. Kinder kriegen auch schön. Kinder durchkriegen, Pubertätzeit, oi, 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 oi. Das ist nicht meiner. Doch, meiner. Aber wisst ihr, und dann, schaut mal ganz ehrlich, im November letzten Jahres bekam ich die Diagnose Hautkrebs. Eine der schlimmsten Krebsarten. Wisst ihr, was da passiert? Auf einmal siehst du es so. Hey, kurz davor. Oder du bist Alkoholiker. Du weißt, wenn du so weiter säufst, brauchst du nicht mehr lang. Irgendwas passiert. Etwas Schlimmes, eine Krankheit. Und dann siehst du auf einmal deinen Todestag. Viel mehr. Du willst das nicht. Wer will das auch? Wir hassen diesen Moment, wo uns der Arzt sagt, sie haben nicht mehr viel zu leben. Was machst du mit dieser Zeit, die dir dann noch bis dahin bleibt? Hast du überhaupt Hoffnung? Geht alles noch gut aus?
Die Ärzte sagen, wir können noch mal alles versuchen, aber sicher sind wir nicht. Damit quälen wir uns schon mal. Und wisst ihr, wo wir noch uns mit quälen? In dieser Zeit, in dieser kurzen Lebenszeit machen wir noch etwas, was uns unser Leben schwer macht. In dieser Zeit machen wir viele Fehler. Wir hauen vielen Menschen vor den Kopf. Die Bibel sagt, wir sündigen, wir lügen, wir betrügen, wir stehlen. Wir denken immer nur an uns und nicht an unsere Frau, an die Kinder. Wir Männer können das wirklich gut. Wir sind egoistisch, rücksichtslos. Wir boxen uns durchs Leben. Ich habe mal ausgerechnet, wenn wir nur dreimal sündigen am Tag, das ist jetzt ja gar nicht viel, dreimal. Das heißt zum Beispiel, ich lüge einmal, ich helfe jemandem mal nicht und ich habe einen schlechten Gedanken. Oh, Peter, du bist heute wieder der Kracher, das ist... Peter. Ja. Dreimal sündigen. Wisst ihr, was das heißt? Hochgerechnet. In einer Woche sündigst du 21 Mal, in einem Monat 630 Mal, in einem Jahr 7560 Mal und in einem ganzen Leben von 80 Jahren 604.800 Mal gesündigt. Und wisst ihr, was der Hammer ist? Dieser Sünder ist dein Ehemann, deine Ehefrau, deine Kinder. Wir sind mit Sündern, von Sündern umgeben. Und diese Last trägt uns, jetzt muss man gucken, das Bild. Und so sieht dann unser Leben aus. Oft empfinden wir es als eine große Last. Ob das die Krankheit ist, wie ich eben gesagt habe, oder ob das die Schuld ist, mit der ich mit mir rumschleppen muss. Es ist so ein Felsbrocken. Ich werde den einfach nicht los und ich muss ihn aber alleine tragen. Gut, die Freunde reden mir gut zu oder manche Familienangehörigen, aber mein Leben ist schon ganz schön schwer. Gibt es da Hoffnung? Gibt es da Hilfe? Ist das nicht ganz schön traurig? Und dann kommt irgendwann noch dieser schlimme Zeitpunkt, der Todestag. Und der kommt ganz unvorbereitet. Ein Schriftsteller aus New York rief mal einen Zeitungsreporter der Times an und sagte Folgendes am Telefon. Ich habe immer gewusst, dass jeder sterben muss, aber irgendwie dachte ich, ich werde eine Ausnahme sein. Jetzt muss ich sterben. Was soll ich jetzt tun? Und legte auf. Ein Staatsmann, Caesarea Borgia, sagte mal, ich habe für alles Vorsorge getroffen in meinem Leben. Nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Bist du auf diesen Tag vorbereitet? Sterben können wir nicht irgendwie mal ausprobieren wie heiraten oder Autofahren. Das kommt und dann war es so. Es gibt manche Sachen, die kann man einfach nur einmal erleben. Das Schöne und das Tröstende ist, dieses Leben empfinden wir oft als Qual. Aber es gibt jemanden, der möchte da tragen helfen. Es gibt jemanden, der diesen Felsen wieder abnehmen möchte. Und ich möchte einen Bibelvers mit euch betrachten. Sorry, wenn ich so durchhusten muss. Aber da steht, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Das ist das Angebot, was Gott macht. Das kann kein Arzt dir per Rezept verschreiben. Frieden schenkt nur Gott. Jesus starb für deine Krankheit. Jesus starb für deine Sünden. Jesus starb für deine Hoffnungslosigkeit. Gott hat ihn dafür gekreuzigt am Kreuz von Golgatha. Warum? Weil wenn du eine Sünde tust,
und du hast bis zum 18. Lebensjahr 604.000, trennt dich das dein ewiges Leben lang von Gott. Und diesen Zustand hasst Gott. Er möchte mit den Menschen in Kontakt treten. Er möchte ihnen ewiges Leben geben. Aber das geht nur, wenn wir ohne Sünde sind. Dafür hat er seinen Sohn bezahlen lassen. Vielleicht hören Sie das heute mal zum ersten Mal. Diese Botschaft, dass wir alle dafür bezahlen müssen, für das, was wir getan haben in unserem Leben. Denn wir stehen alle einmal vor unserem Richter, vor unserem Gott. Und dann wird er sagen, du bist verloren. Weil du hast nicht an das Angebot geglaubt, was ich dir hingehalten habe. Was Jesus Christus für dich bezahlt hat. Jesus selber sagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragen. Ich will euch Ruhe schenken. An anderer Stelle sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Jetzt passt auf, was er sagt. Glaubst du das? Was sagt Jesus? Glaubst du das? Dass du durch mich Auferstehung bekommst? Vergebung deiner Schuld bekommst? Glaubst du das? Wisst ihr, wir sind auf dieses eine Leben konzentriert. Aber wisst ihr, hier geht es ja viel weiter. Hier geht es doch weiter, hier gibt es die Ewigkeit. Und wir Menschen sind darauf angelegt, dass wir in der Ewigkeit leben. So hat Gott uns angelegt. Wir leben ewig. Wir konzentrieren aber unser ganzes Dasein immer nur auf diese Zeit und rechnen gar nicht damit, dass es weitergeht. Wisst ihr, was das Interessante ist? In der Bibel heißt es, wenn die Rede ist von Tod und von Christen, Christen, die an Jesus Christus glauben, heißt es dann niemals, dass sie tot sind. Habt ihr das verstanden? Christen sind nicht tot, sondern Tod heißt ewige Trennung von Gott und das sind die nicht. Sie werden, wenn sie sterben, die Augen im gleichen Moment aufmachen und zu Jesus in die Hände laufen. Weil sie geglaubt haben, hier in diesem Dasein, in dieser menschlichen Zeit, dass es ein ewiges Leben gibt. Und Jesus will mir das schenken. Jetzt möchte ich eins tun. Was machen wir jetzt damit? Wir haben das jetzt gehört. Ich möchte euch einladen, wer das heute verstanden hat, was ich gesagt habe, und der weiß, in dieser Zeit habe ich noch keine Entscheidung getroffen für ein neues Leben. Wer den Eindruck hat, mein Leben besteht aus so einem Felsbrocken, den ich alleine schleppen muss, da lädt Jesus ein, ich will dir den abnehmen oder ich will dir den auf jeden Fall tragen helfen. Wenn jemand unter uns ist und weiß, boah, ich bin so voller Schuld, ich habe vielleicht auch ein Menschenleben auf dem Gewissen. Ich habe meine Familie falsch behandelt, schlecht behandelt. Egal was, Jesus ist dafür gekommen, damit du Vergebung bekommst. Ich möchte dich einladen. Ich habe hier einen Korb voller Steine. Da wird gleich hier einer stehen. Und das ist dein Felsbrocken, den du mit dir rumschleppst. Vielleicht ein bisschen natürlich größer vielleicht, ja? Aber symbolisch wollen wir diesen Stein nehmen, und zum Altar kommen. Ihr seht das Kreuz, da ist Jesus für uns gestorben, um deine Krankheit und meine Schuld und deine Schuld zu nehmen. Und da legen wir symbolisch diesen Stein zu Jesu Füßen und sagen, das sollst du jetzt tragen, weil du dafür gestorben bist. Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, ich möchte meine Schuld vergeben bekommen. Dann nimmst du diesen Stein und legst ihn hier hin. Und dann bitte nicht weglaufen, ich möchte nämlich für euch beten. Auch andere wollen für euch beten. Du kannst heute frei sein. Du kannst heute frei werden. Du kannst ewiges Leben bei Gott bekommen. Du kannst erleben, dass Gott dich in deinem Leben durchdringt. Ist das nicht eine frohe Botschaft? Und wenn Christen unter uns sind und die wissen, ich bin so weit von Gott getrennt, dann bring auch diesen Stein und komm in Verbindung wieder mit Gott. Halleluja, das schenkt Gott. Menschen schenken das nicht, Gott schenkt das. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, du machst nur dieses Angebot. Du lässt jeden ein. Alle sind eingeladen, im Frieden mit dir und den Menschen zu leben. Und ich bitte dich, lieber Vater,
Schenk du ein Pochen im Herzen bei den Menschen, die du jetzt berührst, die du jetzt einlässt, die du haben wirst. Du wirst sie zu Kindern Gottes machen. Du wirst ihre Lasten nehmen, ihre Sorgen nehmen. Du willst sie vielleicht sogar heilen von Krankheiten oder ihnen die Kraft geben, sie zu tragen. Manche sind in schwierigen Verhältnissen, familiären Verhältnissen. Manche sind süchtig und kommen nicht davon dieser Sucht los. Und du sagst, dafür bist du gestorben. Herr, mögen wir unser Leben an dich hängen. Ewig wollen wir bei dir sein. Du sollst unser Hirte sein. Mach uns Mut, unseren Felsen, unseren Stein an dir abzulegen. Amen. Lass uns aufstehen, bitte. Und bei den nächsten, die jetzt bei den Liedern, was wir singen wollen, seid ihr eingeladen, die wollen, die sich angesprochen gefühlt haben, die ein Pochen im Herzen haben, zu kommen und den Stein abzulegen. Bitte bleibt hier vorne und wir wollen dann für euch auch noch beten.